Hallo meine Lieben, ja, das ist euer Jonandalein. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu 3 Tage und 3 Nächte, die wundervolle Kartenlegung, die unser Wochenende überbrückt. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Botschaft. Stell gerade fest, wo sind meine Runen? Ach, Moment. Monument. Ich habe mir alles hier in greifbarer Nähe. So, jetzt haben wir aber auch wirklich alles. Die Runen, Karten, 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 also jede Menge Karten. Und natürlich auch ein Schiffchen. Ja? Und wir freuen uns auf die Botschaft. Ich bin die Botin der Botschaft. Und wir schauen mal, was da jetzt durchkommt. Das ist natürlich eine Kartenlegung, die ist absolut zeitlos. Die kann für dich in dem Moment wichtig sein, wann auch immer du da auf irgendeinem Weg drüber stolperst. Ich freue mich einfach über alle und jeden, die wieder mit dabei sind. Möchte Danke sagen bei allen, ja, die auch schon lange mit dabei sind. Das muss ja auch mal gesagt sein. Natürlich auch Danke bei allen neuen Zuschauern und für die vielen neuen Abos. Das rockt gerade im Moment so richtig. Danke auch für die vielen neuen Abonnenten meines WhatsApp-Kanals. Der flippt auch. Das ist der Ableger, das macht mir einfach nur Spaß. Wenn du den WhatsApp-Kanal abonnierst, da gibt es dann immer meine WhatsApp vom Jonandachen, gell? Zumindest stelle ich mir das so vor. Wie ist denn das überhaupt, wenn ich da jetzt was reinstelle auf WhatsApp? Wie kriegt ihr denn das gemeldet? Als Nachricht? Nee, oder? Also man abonniert den Kanal und dann? Was passiert denn dann? Das könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben, weil ich kriege das ja nicht mit. Und da ich ja bisher nur mein Conny-Line abonniert habe und die hat noch nichts gepostet, weiß ich es nicht. Ja, ihr werdet es mich bestimmt wissen lassen. Und den Link zu dem WhatsApp-Kanal, den findet ihr in der Infobox. Und wenn ich dran denke, stelle ich es auch nochmal in die Kommentare. Es sind aber jetzt schon über 3700 Abonnenten innerhalb der letzten 2, 3 Tage. Das finde ich ja echt sensationell, ne? Also macht mir eine Riesenfreude. Ja, war heute auch eine ganz interessante Botschaft drin. Bin ich mal gespannt, was uns jetzt die Karten verraten. Und ja, schön, dass wir hier alle wieder gemeinsam sind. Ich hoffe, ihr habt ein Getränk am Start, weil jetzt geht's ab in die Gemütlichkeit, passend zur Jahreszeit. So, heute beginnen wir mit den Lenny-Karten von der Liz. Die Karten von der Liz sind auch in der Infobox verlinkt, so wie all meine Kartendecks, mit denen ich lege. Da hätten wir mal gern minimumstens 5 Karten, maximal 7. Auf das ganze 3D-Gedöns, das ist so das, was hier im Weltlichen so vor sich geht. 1, 2, 3, 4, 5, jawohl. Das ging aber jetzt zügig. ZZ. Die mischen wir nochmal. Und wir legen dann mit Erat Aliquando drüber, dann mit dem Crystal Vision Tarot und dann mit dem schamanischen Traum und hangeln uns so von unten nach oben. Und ihr wisst ja, wenn ihr meinen Legungen schon länger folgt, ein Endergebnis gibt es immer erst zum Schluss. Ne? Also das ist hier alles frisch vom Tisch. Es geht los mit den Eulen. Die stehen auch für 2, ne? Die stehen auch für die Zahl 2. Dann haben wir hier die Wolken, Herz und Kopf, die Gedankenebene, Unklarheiten können auch eine Ex oder eine Ex-Person anzeigen. Oh, im Herzen der Reihe seine Seele. Finde ich sehr spannend. Das ist auch was, was mir an der Liz ihren Karten so gut gefällt, weil sie die Seele mit drin hat. Und das heißt, seine Seele, also sind wir hier schon gleich wieder in einer höheren Ebene, also die Seele eines Gegenübers liegt im Herz der Reihe. Dann haben wir hier den Reiter. Und nochmal ihn, ne? Also sein restliches Sein, ne? Dein Gegenüber oder ein Gegenüber. Also er ist hier seelisch sehr mit etwas beschäftigt. Da schauen wir mal. Also seine Seele liegt im Herzen der Reihe. Und was macht er denn? Er schaut hier direkt auf Unklarheiten. Und dann schaut er mit den Unklarheiten auf die Eulen. Das ist so eine unklare Kommunikation, vielleicht auch zwischen dir und ihm, weil schließlich schaust du die Legung. Und die männliche Person steht ja immer für jemanden, der in deinem Leben gerade auf irgendeine Art und Weise eine Rolle spielt. Bei vielen ist das auch ein Herzensmensch oder jemanden, den ihr liebt. Bei anderen ist es halt jemand, nur jemand anderes. Das werdet ihr dann schon merken, wenn ihr die Legung schaut. Auf jeden Fall, seine Seele
setzt sich hier gerade mit dem Thema auseinander, schaut auf die Wolken und die Eulen. Und das ist wie so eine unklare Kommunikation. Die Eulen sind ja auch eine Kommunikationskarte, die können auch für eine Nachricht oder einen Anruf stehen oder auch für Audionachrichten oder Telefonate, ne? So, also alles, was man bespricht, natürlich auch für euch beide. Und die Wolken können auch für Herz und Verstand stehen, ne, dass man da in Einklang kommt und da schaut er genau drauf. Seine Seele ist dabei, Herz und Verstand in den Einklang zu bringen. Also es ist ein Seelenthema, was bei einem Gegenüber hier gerade auf dem Tisch liegt, bei dem es um euch beide geht oder auch darum, zu Weisheit zu kommen, eine Erfahrung zu machen, weil die Eulen auch unglaublich weise sind. Und hier ist auch so in der Ecke der Vollmond angezeigt. Ja, und dann haben wir hier die Spiegelung der Wolken in den Reiter. Das ist total gut, was gleichzeitig bedeutet, die Unklarheiten klären sich auf, weil das Pferd im gestreckten Galopp da durchgeht. Ja, und was ich so spannend finde, das Pferd könnte hier für seinen weltlichen Körper stehen, weil genau dahin bewegt sich die Energie. Das Pferd galoppiert direkt auf den Körper zu, ausgehend von der Seele. Und ich habe mal von einem sehr alten weisen Schamanen gelernt, und das ist so die Ansicht, dass der Körper das Pferd ist und die Seele ist der Reiter. Ne? Und das passt hier so, weil wir haben hier Körper und Seele gleichermaßen drin liegen. Die Seele ist so das Herz der Legung, das ist so die Hauptenergie in den Lenny-Karten. Und dann haben wir hier die Seele und den Körper in Vereinigung und hier kommt etwas ins Körperliche, so als ob Herz und Verstand es jetzt hier endlich gebacken kriegen. Ne? Die werden sich jetzt hier einig. Und das will ich euch einfach noch, weil es interessant ist, noch hinzufügen. Also dieser weise Schamane, der hat es eben auch so gelehrt, dass ein männlicher Körper einen weiblichen Reiter hat und umgekehrt. Ne? Also da ist auch immer wieder die Vereinigung der Kräfte. Das lasse ich aber mal so stehen, denn ich bin der Meinung, dass eine Seele grundsätzlich Energie ist und nicht männlich oder weiblich. Das muss ja jeder so für sich selbst wahrnehmen. Aber ich wollte einfach mal diese Ansicht mit euch teilen, weil es ist ja vielleicht auch für einige ein Teil der Wahrheit. Ne? Oder dass ihr sagt, jawohl, in meiner Situation passt das ganz genau. So, fürs Protokoll. Seine Seele schaut hier auf Unklarheiten zwischen Zweien. Eine Person davon kannst du selbst sein, will hier klären, es geht darum, Herz und Verstand in Einklang zu bringen, klärt auch, Spiegelung in den Reiter, Seele und Körper vereinigen sich und der Körper wird im Endeffekt erreicht. Es geht also hier vom Seelischen ins Körperliche, also es ist wie so eine Vereinigung. Ich finde, man sieht es ganz besonders gut, wenn man alle drei hier so zusammen hat. Ne? Und dann haben wir ja am Ende der Reihe die männliche Person liegen. Tja, und die stellt sich die Frage, was denn nu? Ne? Also bei einem Gegenüber ist hier so ein Prozess in vollem Gange. Er kommt hier auch in die Puschen, hat aber das große Fragezeichen über dem Kopf. Fällt mir auch sehr gut an dem Kartendeck. Ne? Was denn nu? Oder was kommt hier auf mich zu? Weil er schaut ja genau zum Reiter. Der Reiter steht ja auch, natürlich ist es ja auch abgebildet, Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten. Ne? Gut, wir wollen es genauer wissen. Was macht es mit ihm? Ne? Was da kommt, was auch immer das ist. Aha, es bringt ihn in eine Entscheidung, Herz oder Verstand. Hört er jetzt auf sein Herz oder lässt er sich vom Verstand leiden? Er steht dann dadurch an einer Weggabelung. Ne, und muss wahrscheinlich eine Entscheidung treffen. Also etwas bringt ihn hier voll in die Entscheidung. Und nee, jetzt lassen wir es erstmal gut sein, wir können immer noch klären. Jetzt hätte ich mal gern den Erhard oben drüber. Wir legen weiter mit Erhard Aliquando, deine Geschichte bist du, das ist das Kartendeck von mir. Das gibt es auch in der Infobox zu finden, da ist nämlich ein Link zum Jack's Soul Angel Shop. Und auch der Jack's Soul Angel Shop. Der ist präsent auf WhatsApp und wenn du diesen Kanal gerne abonnieren möchtest, da gibt es demnächst von der Conny dann so ein bisschen Input, ein bisschen Fotos, ein Blick hinter die Kulissen, was bei der Conny halt so los ist. Ne? Das ist ja auch spannend, ne? Wenn man mal so sieht, was bei uns im Background alles abgeht. Ne? Das wisst ihr ja gar nicht. Ha.
Vielleicht gibt es auch immer mal einen kleinen Schwank aus dem Nähkästchen, wer weiß das schon. So, wir hätten jetzt hier die Korrespondenzen. Auf jede Karte eine, fallen mehr Karten, ist der Rest dann Zusatzbotschaft. Es legt sich schon direkt hier so schön drüber. Gut, dann über die Seele. Es hat sich ganz genau hier schon so schön drüber gelegt und man muss doch der Reihe nach. Ne? Gut, er bleibt hier geblieben. Hier geblieben. Ah. Aha. Jetzt kommen die Wege. Was liegt denn da auf den Wegen? Ach Gott. Nun gut, die Karten fallen, wie sie fallen. Ist aber nichts Schlimmes jetzt. Fangen wir erstmal an. Über den Eulen liegt Wolkenkuckucksheim. Wolkenkuckucksheim ist auch so ein bisschen eine Zukunftskarte. Kann ein Träumchen sein, eine Vision, eine Illusion. Kann auch in Verbindung mit den Eulen bedeuten, zwei denken aneinander, man denkt viel nach, man macht sich Gedanken, wie man mit etwas umgehen soll. Ist es eine Illusion oder kann das eine ganz grandiose Vision sein? Tagträumerei, ja, und Künftiges. Ne? Also es ist eine Zukunftskarte auf jeden Fall. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass der Mausfreund über den Wolken liegt, was natürlich bedeutet, die Unklarheiten lösen sich auf. Denn die Maus hat den Schlüssel. Die Maus kommt überall rein und überall raus. Die 7 ziert die Maus und die 7 ist und bleibt der geschenkte Sieg, wenn man sich verdient. Also das bedeutet, wenn man etwas dafür tut, zu diesem Sieg zu kommen, dann kriegt man. Wenn man natürlich nichts tut, dann wird man auch nicht siegreich sein. Ne? Der geschenkte Sieg, wenn man ihn sich verdient. So, dann haben wir über seiner Seele ja volle Möhre den Prozess liegen mit der Kutsche. Also seine Seele ist hier auf der Seelenreise, voll im Prozess. Und mit der Kutsche, die auch so für Eile mit Weile steht, geht es hier ja möglicherweise rechtschaffen langsam. Ne? Jedoch, es läuft. Ne? Und der Reiter, der kombiniert sich mit dem Baum. Das bedeutet auch, dass die Aktion oder die Richtung, also richtungsweisend ist hier der Ort im Universum, wo diese Situation, auf die du schaust, zu Hause ist. Die Situation, auf die du schaust, die hat einen Platz im Universum. Alles, was existiert, hat einen Platz, wo es hingehört. Ja, gut wie böse, wie wir es bezeichnen. Na, und ob was gut oder böse ist, ich glaube, ich habe das gestern erst gesagt, das ist, also unser Denken macht es dazu. Na, was für den einen total gut ist, ist für den anderen ganz und gar fürchterlich. Gibt es zig Beispiele, behalte ich aber an der Stelle für mich, um Diskussionen zu vermeiden. Das, ruckzuck hat man Fass aufgemacht, das habe ich alles schon gelernt. Ich lerne ja unglaublich viel, so auch hier über dieses Medium. Ne? Jedenfalls bewegt sich die Gesamtsituation und die Aktion hin zu dem Ort, wo sie hingehört. Der Baum der Welten, der als Zuhause steht, das ist auch eine Schutzkarte. Ne, das heißt, auch dieser Reiter hier ist geschützt. Hopp, 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 Pferdchen, Lauf, Galopp. Über Stock und über Steine, aber bricht dir nicht die Beine. Das bedeutet auch, hier ist vielleicht auch für ihn, der hier liegt, in doppelter Ausführung, naja, so ein gewisser Risikofaktor. Vielleicht geht hier auch etwas sehr schnell. Er ist aber hier beschützt. Was nicht zuletzt auch die Algis-Rune bezeichnet, die sich hier in Yggdrasil oben wie unten vollendet hat. Odin, passt auf, steht hier im Übrigen, man sieht es nicht so richtig, dass die Lichtverhältnisse sind halt so, wie sie sind, aber Odin, passt auf, steht hier in Runenschrift. Also etwas ist hier im Endeffekt auf dem richtigen Weg, weil es findet sein Zuhause, eine Situation findet ihr Zuhause. So, das Ganze hat etwas mit einer Nachricht zu tun. Das Täubchen ist auf ihn gefallen, auf sein Sein hier im Weltlichen, auf seinen Körper. Ne? The man, ne? What a man. Also der mit den Rosen. Ne? Der mit dem Fragezeichen. Vielleicht wirft ja eine Nachricht auch Fragen auf. Ausschließen kann man es nicht. Ja, und es kann auch sein, dass dieser Mensch sich hier sehr Zeit lässt, mit euch in Zeit, fällt auf die Wege, mit einer Entscheidung. Er ist vielleicht hin und her gerissen zwischen Kopf und Herzen. Jedoch, Herz und Verstand zu klären, das wird sich hier lösen. Das macht seine Seele gerade. Ich glaube auch, das kann auch gar nicht bremsen, weil seine Seele liegt hier im Herzen der Reihe
Und auf dieser Ebene, auf dieser hohen Ebene, wird da gerade geklärt. Ne? Das ist hier so ein. Also so, vielleicht hängst du ja mit ihm irgendwie in der Warteschleife. Ne? Please hold the line. Bitte auf gar keinen Fall auflegen. Ne? Ja, ungefähr so. Ne? Und er braucht hier einfach Zeit, um auf den Punkt zu kommen. Also ich sag's mal so, das kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Ne? Das war aber ja jetzt noch nicht alles. Also das ist jetzt hier schon mal so die weltlich mit Erhard Aliquando schon so ins... es ist jetzt schon, Erhard Aliquando ist so 4D, ne? Und jetzt kommt mit Tarot die höhere Ebene. Da wollen wir jetzt mal wissen, was liegt denn da überhaupt für eine Tatsache drüber, ne? Wir wollen es ja hier ganz genau wissen. Wir fragen die Crystal, den Crystal Visions Tarot bei Jennifer Galasso. Ein sanftes, schwingendes, weiches, feminines Deck. Bei dem ganzen Testosteronchen, was sich hier auf dem Tisch so zeigt, ne? Oh, das geht aber hier schnell. Ne? Also zwei arbeiten an etwas. Oh, du bist gefallen. Und der Page der Münzen. So. Das nehmen wir auch mal so wörtlich, der Reihe nach. Du liegst im Herzen der Reihe. Du bist hier nämlich auch im Spiel. Im Himmel dort oben, kann man so sagen. Ne? Und unten, so im, also unten im Sinne von... auf der Erde, ne? Ist er gerade voll im Prozess, dein Gegenüber und übergeordnet, stehst du als Schwertkönigin hinter der ganzen Sache. Du bist schon ein ziemlich toughes Frauenzimmer. Ne? Als Schwertkönigin hast du nämlich das, was er hier versucht zu lösen, schon längst getan. Weil als kluge Frau, das ist die kluge Königin, hat sie Herz und Verstand schon im Einklang. Also ich finde das sehr spannend, weil das, was er hier tut, ja, er schaut hier mit seiner Seele auf die Wolken und will Herz und Verstand klären. Er wird es aber lösen mit der Maus. Ne? Ich habe hier im Übrigen so eine süße kleine Maus. Guckt mal da. Die können wir direkt mal da dabei setzen. So, seht ihr die so? So, ne? Er ist hier im Weltlichen gerade dabei zu lösen, was du längst erkannt hast und geklärt hast für dich. Du weißt also, was du willst und wo du stehst. Ne? So, und dann schauen wir mal, was hier so los ist. Der Page der Münzen. Da geht es darum, die richtigen Töne anzuschlagen. Vielleicht hat er dich mit seinem Sein an einer Seite berührt, weil wir haben ja auch das Instrument. Und ich glaube, ihr habt mir mal geschrieben, das ist eine Laute, oder? Also da bin ich ja raus, da habe ich sehr so die Ahnung. Ne? Es ist auf jeden Fall ein Seiteninstrument und es geht darum, die richtigen Seiten zu bedienen. Und entweder ist es so, dass du hier ihn berührst und seine Seiten anschlägst, ne? Zupfst, streichst, berührst, wie auch immer man das nennt, oder er berührt dich. Jetzt schaut euch mal hier diese Astgabelung an. Das sind zwei, die sind aus einem Holz geschnitzt. Und du hast das längst gespannt. Ja? Du hast das geklärt als Wasser der Luft, ne? Bist du prädestiniert dafür, Herz und Verstand zu vereinen? Ne? Du kannst sehr lieben, du kannst dein Herz sehr weiten, alle Königinnen können das. Und mit dem Schwert und dem Element Luft hast du aber auch immer deinen Verstand mit dabei. Also du durchschaust hier eine Situation auf allen Ebenen und er ist gerade dabei, das auch zu tun. Ne? Du bist da vielleicht schon einen Schritt weiter. Dich hat hier jemand sehr berührt oder du jemanden, das kann auch beidseitig sein, ihr euch. Und es geht auch darum, hier gemeinsame Sache zu machen. Beide zusammen, aber auch jeder für sich. Bei mir kommt rein, wenn beide auf Level sind, du hast hier vielleicht schon erkannt, wie der Hase hoppelt, ne? Und er ist dabei, herauszufinden, was das überhaupt ist. Rausfinden mit der Münz 3 tut das jeder für sich. Und dennoch macht ihr das aber auch gerade zeitgleich zusammen. Er bekommt hier auch Unterstützung von außen. Also hier ist eine helfende Hand, die ihm da so ein bisschen, naja, so ein bisschen füttert. Ne? Guckt, da ist Vögelchen im Sturzflug direkt auf ihn zu. Ne? Und dann finde ich es spannend, weil ein schöner Rücken kann ja auch entzücken. Also er sieht dich von hinten, konzentriert sich aber auch gleichzeitig auf das, was er tut.
Er setzt sich mit etwas auseinander, dich sieht er von hinten. Er weiß nicht genau, was du tust, also er schaut nach sich. Aber du hast seinen Blick auch im Rücken. Ne? Das kommt mir auch noch rein. Und das ist auch hier nochmal deutlich, weil auch diese Position liegt dir im Rücken. Und er findet hier noch raus, was ist da überhaupt los? Was ist das überhaupt? Und du schaust schon drauf, du hast es erkannt. Zwei aus einem Holz, sich berühren, Töne, die richtigen Seiten anschlagen. Also ich gehe davon aus, dieser Mensch berührt dich, du ihn aber auch, weil wir hier wirklich die beiden haben. Das finde ich echt spannend. Münzen sind auch immer etwas Greifbares und Münzen als Farben im Tarot sind verlässlich. Also da ist kein Risiko oder so dahinter. Ne? Und man merkt aber auch, es ist hier etwas ganz, ganz Zartes, weil es ist in Anführungsstrichen nur ein Page. Also die niedrigste Hofkarte. Das ist hier etwas, was noch ganz frisch ist. Vielleicht ist auch einfach deine Situation frisch. Ne? Also damit will ich sagen, das ist vielleicht schon jemand, der dich schon lange begleitet, aber die Situation, in der du jetzt mit ihm bist, die ist neu. Ne? Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. So, ja, ihr wisst schon, ne? Diese Richtung. So, dann wollen wir weitermachen. Dann schauen wir mal, was mit dem schamanischen Traum von Alberto Villoldo und Colette Baron-Wright da drüber liegt. Kleines Platzproblem. Aber ich habe hier voll den Durchblick. Mäuslein, piep einmal. Piep! So. Komm und da. In der Hand. Aha, das ist ja geil. Die hatten wir noch gar nicht. Das Universum ist dein Partner. Ne? Ha, geil. Also bei so einer Botschaft denke ich mir immer, da kann man sich doch drauf verlassen. Gell? Also wenn das Universum der Partner ist, läuft's, weil das Universum irrt sich nicht. Ne? Peng. Das ist zack gedeutet, ne? In der Hand. Was hat denn das da in der Hand? Etwas. Ein Licht. Finde ich spannend, ne? Es ging aber jetzt schnell. Es ging ja schon fast ein bisschen zu schnell. Jetzt geht es aber erstmal ans Unterdeck, ne? Unter the Decks. Lenny-Karten. Der Baum. Etwas wächst hier langsam, dafür aber sehr beständig. Das bedeutet, wir haben ja auch den Baum. Ne? Das ist was Altes und gleichzeitig was Neues. Ja, das ist etwas, was seine Zeit braucht. Und es kann auch durch den Baum das ganze Leben angezeigt werden. Ne? Beständiges Wachstum, Stabilität und Gesundheit. Gesunder Baumzustand ist perfekt. Weil ein Baum, der langsam gewachsen ist, tief gewurzelt hat und eine weite Krone hat, ja, also in die Weiten des Universums, den haut so schnell nichts um. Ne? Da muss man schon mit brachialer Gewalt dran gehen, um den dann halt zu Fall zu bringen. Und darum geht es ja hier aber gar nicht. Also von der Sense ist hier weit und breit keine Spur, die das jetzt anrichten könnte. So, also hier geht es um Wachstum, um etwas, was lange dauern kann. Es kann etwas sein, was halt auch eine wichtige Botschaft im ganzen Leben hat. Ja, also ich bin gespannt. Es kommt mir hier sehr, sehr, also mir kommt hier sowas, so eine neue Situation rein. Fühl mal für dich rein, ob hier vielleicht aus dem Alten heraus, wenn du schon länger dieses Thema hast, gerade was Neues entsteht. So, oh, da haben wir hier noch Kräfte, die wirken. Also, den wollten wir jetzt nicht. Ne? Der Kollege liegt drunter. Gut, der Kobold. Der Kobold stiehlt, was lieb und teuer ist. Wenn hier eine Stagnation ist, kann das ganz einfach daran liegen, dass hier noch Kräfte irgendwie im Feld sind, die versuchen zu verhindern, dass hier die Königin und ihr König ja, ganz einfach den Weg zueinander finden, wie auch immer. Ne? Also hier gibt es Kräfte, die wirken, die
ja, die vielleicht auch das Ganze niedermachen wollen. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber den lassen wir so nicht stehen, das sage ich euch gleich, ich will wissen, wie man den wieder wegkriegt. Also das ist jetzt für mich so eine herausfordernde Energie. Es ist immer wichtig zu wissen, wenn Kräfte reinfunken, die man einfach nicht gebrauchen kann. Ja, das ist wie wenn dir einer in die Suppe rotzt. Ne? Du hast eine schöne Suppe gekocht und dann spuckt dir einer rein. Und dann sollst du es trotzdem noch freudestrahlend auslöffeln. Gell? Das will ja dann keiner mehr haben. Also wir müssen rausfinden, was es mit dem auf sich hat. Der Kobold kann natürlich für ätherische Kräfte stehen, sprich Kräfte, die von außen durchsickern, kosmische Kräfte, Astraldreck, ja, es ist ja Licht und Schatten ist überall, ne? Und wenn sich ein Rußflöckchen mit einem Schneeflöckchen vermischt, bleibt Ruß, ne? Ruckzuck ist es nämlich ja schneeweiß. Oder wenn du mit einem weißen Schneeball auf einen wirfst, bleibt ein Dreckfleck. Ne? Da kann der Schneeball noch so weiß sein. Wasser macht auch Flecken. Und das ist so, das sind so Kräfte, die können von außen kommen, so, die kriegst du reingepfeffert, ja, und zack, hast du sie an dir hängen. Ne? Also, ja, also kosmische Einflüsse aus Paralleluniversen, es kann überall immer so eine Koboldenergie durchhuschen. Der Kobold ist hier nur ein Sinnbild, ne, für dunkle Kräfte. Dieser Kobold hat sich zur Verfügung gestellt. Dunkel bitte in Anführungsstrichen, ich liebe die Dunkelheit. Dunkelheit ist samtig und schön. Am dunkelsten Himmel leuchten die hellsten Sterne. Also ich rede hier vom Finsterbold. Ne? Vom Finsterbold, ja. Solche Energien, ne? Und wie gesagt, die können von außen kommen, die können einfach im Feld hängen. Jeder von uns ist immer mal wieder mit solchen Energien konfrontiert. Der Kobold kann natürlich auch eine Person bezeichnen, die sich mit in dieser Situation aufhält, ne? Beispiel: Er vertraut sein Thema, was hier auf dem Tisch liegt, jemandem an. Und jemand macht es ihm nieder. Ne? Das ist sowieso der Teufel, der auf der Schulter sitzt und sagt, tu es nicht. Wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du immer unglücklich sein. Tatsächlich reibt er sich die Hände. Weil genau das will ja eine solche Energie. Na, also das sind Energien, die wollen aufmischen. Nicht jeder Ratgeber ist weise oder ein guter oder der richtige Ratgeber. Na, es gibt auch Menschen, die erteilen Ratschläge. Also das sind meistens dann auch die zum Rat ausholen, ne? Wenn sie nicht gefragt werden. Das sind die allerbesten. Auf solche reagiere ich auch mal ganz allergisch. Ne? Also wenn mir jemand mit seinem Ratschlag um die Ecke kommt und ich habe überhaupt nicht gefragt, ne? Und es ist auch so, es kommt immer darauf an, und das dürfen wir alle immer wieder ganz klar differenzieren, wer uns einen Rat gibt. Ne? Wenn zum Beispiel du auf eine Liebe schaust und eine Liebe in so einer Rekids-Energie, die ist ja unschuldig und rein und klar, eine Liebe, eine reine Herzensliebe, das ist ja das große Licht, ne? Die bedingungslose Liebe aus der Reinheit des Herzens, das ist ja das Christuslicht, das ist was ganz Reines. So, und wenn dein Ratgeber jemand ist, ob gefragt oder ungefragt, der tiefe Wunden trägt, völlig beziehungsunfähig ist und überhaupt nicht klarkommt, ne, der wird dir das ausreden wollen. Also auch das können Koboldenergien sein. Ne? Also dir in Klammern und ihm, ne? Je nachdem, wer hier bearbeitet wird. Und das können auch Kräfte sein, die aus den Reihen der Freunde wirken. Das ist oftmals unbewusst. Und der in der Rolle des Kobolds ist, der weiß das nicht mal. Und auch der den Rat bekommt, ob Schlag oder ohne Schlag, der kann das vielleicht erstmal gar nicht erkennen, ja, ob das eine Kobold-Energie ist. Sowas stellt man meistens erst im Nachgang fest. Ne? Später. Oftmals auch dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wenn etwas zu spät ist. Ne? Dann stellt man fest, oh Gott, hätte ich bloß nicht auf den Finsterbold gehört. Ne? Der hat mir den falschen Rat gegeben. Ich hätte auf mein Herz hören sollen. Mein Herz und meine Seele haben es gewusst und ich habe mich da echt belatschern lassen. Ich habe mich ausreden lassen. Ne? Solche Energien, das ist also,
die sind unter den Menschen auch sehr gerne vertreten. Ne? Auch oft so in Sippenkreisen, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Also den werden wir gleich noch durchleuchten. Den haben wir jetzt mal hier voll auf dem Schirm. Untere Tarotkarte. Tja, das ist genau das. Im Moment schläft das Schneewittchen. Ne? Eine wunderschöne Frau, weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz, liegt auf Eis. Ja, bist du das? Da liegt sie und schläft. Doch sie ist nicht tot. Sie ruht. Sie ruht. Und diese Ruhe bringt sie ins Gleichgewicht. Das ist, als ob wir hier eine Gebo-Energie haben. Es könnte aber auch eine Naudis sein. Guckt mal. Und vielleicht wird auch gerade ihr Kurs korrigiert. Dann haben wir hier ein Schwert, was da so liegt. Das holt die Energie von oben, ja. Und eins hat sie in der Hand. Na, und falls sie das eine verliert, kann sie immer noch direkt neben sich nach dem anderen greifen. Sie wird hier klären. Sie klärt, während sie schlief. Sie klärte, als sie schlief. Nee, während sie schlief, klärte sie. Auf jeden Fall ist das hier eine totale Schneewittchen-Energie, die unter den Tarotkarten liegt. Und da kommt hier noch die 10 der Kelche. Das ist der Knaller. Ne? Die ganz große Liebe aller guter Dinge sind 3. Mit der Mäßigkeit, mit der Heilung. Ne? Also während sie schlief, heilte hier eine ganz große Liebe. Ja, und irgendwo schleicht er rum, ne, und zieht so einen Goldsack hinter sich her. Der alte Sack hier. Dich kriegen wir. Dich krieg ich. So, dann haben wir hier, die hatten wir doch erst. Die Kronenspiele in Tegrau Machtgebrauch. Jeder Mensch hat Macht. Und die Macht beginnt immer bei dir selbst. Dir selbst mächtig werden. Oftmals, es gibt so Tage, da ist man da so ein bisschen überfordert mit, gell, sich selbst mächtig zu werden. Das ist wie wenn das Jonandachen sich die Haare gewaschen hat. Ne? Ihr wisst ja, ihr kennt ja meine Lockenmähne. Ne? Manchmal haben meine Haare Macht über mich, weil die wollen nicht so, wie ich will. Ne? Also mit so Naturlocken kannst du echt verloren haben. Es ist so. Du hast was vor, ja, und die Haare sagen, nö, habe ich heute nichts vor. Heute ist Bad Hair Day, Baby. Toll. Ne? Also diese Macht, ne? Also Macht über sich selbst zu haben oder sich selbst zu bemächtigen, heißt ganz einfach, komm doch mal mit dir klar. Ne? Hab dich unter Kontrolle. Und wenn du aber kontrolliert wirst, was weiß ich, von einem Körperthema, das kann auch eine Krankheit sein, die du dir vorübergehend eingefangen hast. Ne? Weil du aus irgendeinem Grund das Bedürfnis hast, die jetzt zu haben. Ne? Ja, da kommst du nicht dazu, was du eigentlich alles tun wolltest. Ne? Da bist du quasi in die Knie gezwungen, liegst im Bett. Nichts geht mehr. Ne? Alle Pläne sind gescheitert. Und es geht aber hier darum, zum einen dir darüber klar zu werden, dass du selbst Macht über dich hast. Das ist dein Job. Du bist der Kapitän auf deinem Schiff. Ne, wo ist es? Hier unser kleines Feines. So. Und diese Macht natürlich positiv, zuerst für dich selbst einzusetzen und aus dieser Positivität heraus Gutes zu tun. Ne? Weil zum Beispiel liegt es auch in deiner Macht, ob es einem anderen Menschen gut geht oder schlecht. Durch dein Verhalten kannst du das beeinflussen. Wenn du freundlich bist zu anderen, zu deinem Gegenüber, zu deinen Mitmenschen, oder fangen wir doch mal ganz klein an, in den Kommentaren. Ne? Wenn du freundlich bist, dann nutzt du deine Macht positiv, durch Gedanken, Worte und Taten. Ne? Und wenn du es nicht bist, dann nicht. So einfach ist das. Alles kommt wieder. Es kehrt alles zu dir zurück. Das ist eine ganz wichtige Karte, auch noch mit der 8. Die 8 will fließen. Ich wurde hier gefragt in den Kommentaren. Jonanda, kannst du mir mal erklären, wie das ist mit der 8, die fließt? Ja, selbstverständlich gerne. Die 8 ist eine Heilungszahl. Es liegt in der Natur der 8 zu fließen. Wir kennen die 8 als Lemniskate, als Infinity, als Unendlichkeit. Die fließt so vor sich hin. Ja? Und wenn der Mensch eine 8 wäre und wir würden
uns nach oben öffnen, nehmen wir die Energie von oben auf, vom Universum. Atmen die in unsere Mitte. Hier wird die Energie verarbeitet und verdaut und wir lassen sie wieder los in Mutter Erde fließen. Annehmen, aufnehmen, annehmen, loslassen. Wenn wir etwas aufnehmen und es annehmen und es nicht loslassen, weil wir aus irgendwelchen menschlichen Gründen oder weil eine Macht, die wir eigentlich haben sollten als Kapitän auf unserem Schiff, uns bemächtigt, das heißt, wenn die Ratten das Steuer übernehmen, ne? Und nicht mehr der Kapitän, dann gibt es Probleme, ja? Dann bleibt die Acht in der Mitte hängen. Die Acht will fließen, das ist so dieser unendliche Flow. Eine Acht will fließen, aufnehmen, annehmen, loslassen. Und so kommt man auch leichter durchs Leben, indem man ganz einfach die Dinge wieder loslässt. Nicht im Sinne von abhaken, das ist so endgültig, ne? Abhaken, das ist wie so ein Strich drunter. Nein, einfach nur laufen lassen. Und wenn ich was laufen lasse, dann habe ich es losgelassen und dann lasse ich es sein, wie es sein will. Und es fließt und fließt und fließt in sich weiter. Ne? Das ist so die Natur der Acht. So, jetzt wollen wir erstmal wissen, wie kann der Finsterbold aufgelöst werden? Aha, ja, Hirsch, Röhrig ist gefallen, Präsenz. Es gibt Energien, dunkle Energien, finstere Energien. Ich will mich da umprogrammieren. Ne? Also ihr wisst, mir sind Worte wichtig. Ich schreibe auch unheimlich gern. Ne? Ich schreibe unheimlich gern, deswegen macht mir das auch so einen Spaß in der WhatsApp-Kanal-Gedöns, eine Gruppe ist es ja nicht, aber ich nenne es eigentlich so, auf dem WhatsApp-Kanal. Da kann ich so ein bisschen mit den Worten spielen, das macht mir total Spaß. Deswegen arbeite ich an dem Wort, ich will eigentlich dunkel nicht mehr sagen, also hier der Finsterbold. Es gibt finstere Energien, die ganz einfach stören, die haben so lange Macht, aha, jetzt macht das hier auch Sinn hier mit dem integren Machtmissbrauch, solange man sie schalten und walten lässt, solange man sie auf irgendeiner Ebene toleriert. Man weiß zum Beispiel genau, eine dunkle Energie ist im Feld und man ignoriert sie. Das ist einerseits jetzt nicht ganz verkehrt, weil man füttert sie nicht, wenn man sie ignoriert. Aber andere füttern die Energie und regen sich drüber auf, vor allen Dingen, wenn das Menschen sind. So, solche Energien verschwinden aber oftmals schon einfach durch eine klare Ansage. Wenn der Hirsch mal hier ordentlich röhrt, ne? Der Hirsch zeigt sich, zeigt Präsenz. Ja, ich bin da und schmeißt ganz einfach den Finsterbold raus. Ne? Ich habe schon mal die Story erzählt. Ich habe meine Klientin beraten, die hatte das Problem, dass das Kind nicht mehr in den Keller gehen wollte, weil da unten irgendein Wesen sein Unwesen getrieben hat. Also das Kind hatte Angst im Keller und es gab ominöse Vorfälle im Keller. Und da habe ich ihr geraten, sie soll mal als Mutter in den Keller gehen und einen ordentlichen Brüll loslassen. Ne? Also so richtig Muttereinsatz hardcore und soll mal hier die Plagegeister rausschmeißen. Und seitdem war Ruhe. Es war überhaupt nicht, also es war nichts Großartiges. Ne? Es waren einfach so ein paar Störenfrieds, ne, die da halt einfach ihr Unwesen getrieben haben. Und der dunkle Kobold ist hier keine hartnäckige Energie. Den kann man ganz einfach durch Präsenz, durch ein Standing, durch strahlendes Licht und integren Machtgebrauch aus dem Feld werfen. Ne? Wie so ein Eindringling, der da nicht reingehört. Ne? Mir ist ja mal ein Ding passiert, die Haustür war dazu. Und ich bin so im Wohnbereich und auf einmal steht ein wildfremder Typ mitten im Wohnzimmer. Und jetzt haltet euch fest, der war hier von der, ihr wisst schon, die Hand aufhalten, wenn es um Rundfunk geht. Ne? Ich muss ja hier vorsichtig sein, was ich sage. Der ist einfach reingelatscht. Der ging rückwärts wieder raus. Den habe ich so rausgeschmissen. Also der konnte froh sein, dass er noch hier Schuhe und Strümpfe dabei hat. Ich sag's euch. Der ist einfach in mein Feld gelatscht.
Das war also kackfrech. Sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ich habe den so rausgefeuert und das, also der kam auch nie wieder, ne? Also zumindest nicht persönlich. Also es war unfassbar. Und er hat gleich um die Ecken geguckt, ne? Gleich hier spekuliert, ha, was gibt's denn hier alles? Gleich raus. Raus, ne? Ich saß nicht nochmal. Raus. Nicht alles, was ich noch gesagt hätte, dich vom Acker, ne? Echt. Also da kann ich ja dann auch sehr deutlich werden. Ne, und das ist dieses, ne, also dieses, und das reicht, also so wird man den los, klare Ansage. Ne? Ja, also der wäre erledigt, ne? Vielleicht hat es ja jetzt schon was gebracht, gell? Allein wenn man drüber redet. Jetzt gibt es natürlich noch erstmal ein Schlückchen Kaffee. Röhnchen. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Welche Rune liegt auf dir? Du bist die Rolle der Königin, Schwertkönigin, die kluge, weise Frau. Ne? Herz und Verstand geklärt im Einklang. Auch wenn du ein männlicher Zuschauer bist. So. Oh, ja, absolutes Gefühl. Ne? Also die Königin ist total im Gefühl. Ja, die Königin lässt fließen, die lässt laufen, die ist auch in der Achterenergie. Ne? Die Rune Lagos ist das Wasser. Also die fühlt hier auch eine ganze Menge. Die hat Gefühle. Ich sehe das auch sehr positiv. Ich meine, Gefühle haben wir alle, mal so, aber ich habe hier bei ihr das Gefühl, die ist in guten Gefühlen, in Gefühlen, die sie annimmt, in Gefühlen, die sie fließen lässt, ja, während sie schlief. Ne? Das Schneewittchen, das ist eine Schneewittchenlegung. Also das ist eine Karte, ist eigentlich so die schönste Stillstandkarte unter allen Decks, die ich kenne. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. So, welche Rune liegt denn auf deinem Gegenüber? Tja, das Schicksal, ne? Die Schicksalsrune. Das bedeutet, das, was er hier gerade erlebt, durchlebt, das ist etwas, was sich ganz einfach fügt. Das ist was, was ihm geschickt wird. Schicksal, wortwörtlich übersetzt, bedeutet geschicktes Heil. Ja? Das ist was, was ihm vor die Füße fällt. Er kommt dazu wie die Jungfrau zum Kind. Zack, ist es da. Es kann der gedeckte Tisch sein. Oder das Kesselchen, was brodelt. Finde ich auch spannend. Oder etwas, was auf die Welt kommt als Geburtskanal. Ne? Also damit wird die Rune Perthro auch in Verbindung gebracht. Ja. Das war 3 Tage, 3 Nächte. Also ich bin gespannt, ne, weil Fazit ist, ich habe das Gefühl, hier synchronisiert sich gerade was. Ein Pairing geschieht. Heißt das nicht so, wenn's Bluetooth, ne? Es tust Blue. Also das sind wie zwei Geräte verbinden sich. Ne? So könnte man es auch sagen. Es tust Blue. Also da muss man ja erst das Gerät finden. Ne? Das Gerät muss gefunden werden. Und dann drückt man doch da so ein Knöpfchen und das heißt Pairing. Und dann kommt ja eine Meldung, zum Beispiel am Handy, folgendes Gerät in der Umgebung erkannt. Ne? Also im unoptimalen Fall kommt keine Geräte in der Verbindung erkannt. Nee, in der Verbindung, im Feld. Nee, was steht denn da immer? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber hier synchronisiert sich was. Hier passiert gerade was. Hier gleichen sich zwei aneinander an. Das ist so ein Prozess im Gange. Und was du schon weißt, das darf dein Gegenüber gerade rausfinden. Finde ich echt spannend. Ja, und ansonsten, wer jetzt noch Fragen hat, guck doch mal von vorne, gell?
Weil ich glaube, das ist schon ganz aufschlussreich. Schatzis, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein feines Wochenende. Ich bin jetzt so ganz fit, ich bin ein bisschen angeschlagen. Naja, um genau zu sein, bin ich so gefaltet, man bräuchte mich eigentlich nur noch lochen und abheften. Also ich bin jetzt in der Badewanne wahrscheinlich. Das ist so der nächste Gang, den ich mache. Und ich bin auf jeden Fall am Montag wieder da. Mit einer Wochenenergie, 7 Tage, 7 Nächte, da könnt ihr auch schon vorbestellen, ihr könnt immer euch schon einchecken. Ich bin aber bestimmt zwischendurch auf WhatsApp mit Kurzbotschaften oder einem, ich will, dass du weißt das. Da war ja hier, also das muss ich gerade noch erzählen, ein ganz spannender Eintrag in der Gruppe Errat Aliquando auf Facebook, die gibt es auch, ja, also auch da könnt ihr gerne dabei sein. Ich habe mit der Gruppe nichts zu tun. Ich bin da einfach auch nur Mitglied. Ne? Ich bin da drin in der Gruppe als Experte. auf jeden Fall, da war ein spannender Eintrag. Zwei wollten sich gerade voneinander trennen. Irgendwie so habe ich das jetzt in Erinnerung. Und wollten ihre Verbindung beenden. Und in dem Moment kam eine Nachricht aufs Handy von mir. Ich will, dass du weißt das. Ja, und dann war die Sache wieder erledigt. Gell? Irgendwie so, also ich fand das echt spannend. Also wer es nachlesen will, kann es in der Gruppe nachlesen und ihr findet die Gruppe unter Errat Aliquando und da müsste sie eigentlich dann schon angezeigt werden. Gell? Ja, in diesem Sinne bin ich jetzt aber wirklich weg. Da huscht eine Maus, die Geschichte ist aus und wer sie fängt, der darf ihr ein dickes Mauseknutschi geben. Bis Montag, ihr Süßen. Tschüss.